failed you. Accused you and banished you. And you prayed for the gods to punish us. So they inspired our enemies. And sent savages. They took our land, sieged our city, to slaughter husbands, wives, and children. We are the city you loved, but we are destined to be the world. Marcus Furius Camillus, Rome needs you. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Let's Play Projekt von mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir spielen heute nochmal Rise of the Republic, und zwar mit keiner anderen Fraktion als den Römern selbst. Ihr habt ja mitbekommen, ich habe schon ziemlich viel auf Twitch gelivestreamt mit Taras, und jetzt sind die Römer dran. Die gucken wir uns heute nochmal ganz genau an. Und dieses Projekt wird es also nur exklusiv für meine YouTube-Community geben. Das wird also nicht auf Twitch weitergespielt werden oder sonstiges. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass ihr alle dabei seid. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich sage noch so ganz kurz allgemein was. Ich spiele ja bevorzugt Strategiespiele mit einem historischen Setting, so wie hier zum Beispiel Total War Rome 2. Und ich rede da immer sehr viel über Geschichte, und das will ich hier natürlich auch machen. Ich bin auch Historiker von Hause aus. Ich habe auch so ein paar Bücher, die euch vielleicht interessieren könnten, unten in der Videobeschreibung. Da gibt es Amazon-Partnerlinks, könnt ihr aufrufen, kommt dann auf Amazon und könnt dort meinen Kanal unterstützen, wenn ihr da diese Bücher kaufen wollt. Aber bitte macht das freiwillig, fühlt euch da nicht genötigt. Gleiches gilt natürlich für die andere Unterstützung auf Twitch und auf diesen bekannten Plattformen wie Patreon oder so. Wenn mich da einer unterstützen will, finde ich das super. Wenn ihr keinen Bock habt, mich zu unterstützen, ist es auch okay. Da bin ich jetzt auch niemandem böse für. Okay, so, jetzt bevor ich aber euch weiter mit Details über meinen Kanal langweile, gucken wir uns die Fraktion an. Wir spielen auch sehr schwer. 399 vor Christus starten wir rein. Und ich sag gleich noch mehr zu unserer Fraktion. Wir gucken ganz kurz. Boni, 10% mehr Forschungsrate, ist ganz okay. Minus 50 Widerstand gegen fremde Besatzung, ziemlich, ziemlich nice. Regierungsaktion, haltet regelmäßig Wahlen für Konsuln oder einen Diktator ab. Auch sehr cool, neue Fraktionsmechanik hier. Und Befestigung des kapitolinischen Hügels für den Untergang Roms sind 2 Schlachten erforderlich, weil wir kennen ja alle die Legende von Livius aus Ab Urbe Condita, wo er beschreibt, dass die gallischen Invasoren alles in Rom eingenommen hatten, außer den Tempel der Juno auf dem kapitolinischen Hügel, die einzige Bastion, die noch standhielt, und das Geschnatter der Gänse soll dann ja nachher tatsächlich diese marodierenden, wütenden, plündernden Gallier vertrieben haben, aber dazu später mehr. Zentralitalien war seit eh und je eine warme und sehr fruchtbare Region. Im Laufe der Jahrhunderte haben die üppigen Täler, grünen Wälder und die vielen Bodenschätze viele Stämme in ihren Bann gezogen. Schon in prähistorischer Zeit kamen die ersten Indoeuropäer hierher, und einige schafften es, mit Erfindungsreichtum und Eigenständigkeit zu größeren Gruppen zusammenzuwachsen, die von politischer und wirtschaftlicher Bedeutung waren. Dazu zählen die durch die Griechen beeinflussten Etrusker und Samniten, die vor den Römern die dominierenden italienischen oder italischen Zivilisationen waren. Doch jetzt beherrschen sie die Region wie beste Freunde und ärgste Feinde. Ach, da könnte man auch so viel zu sagen. Naja, okay, gut, später mehr. 100 Jahre sind vergangen, seit der letzte König aus Rom vertrieben und damit die Römische Republik eingeläutet wurde.
Es war eine glorreiche Verwandlung, die tiefgehende Veränderungen für den römischen Staat, aber auch eine entbehrungsreiche und mühselige Zeit mit sich brachte. Über die ganze Zeit blieb das Territorium der neu gegründeten Republik unverändert. Es umfasste begrenzte Flächen rund um die Stadt und entlang des Tibers einen schmalen Streifen Land bis hin zur Küste. Nun brechen neue Zeiten an und der Wohlstand kehrt zurück. Roms Ehrgeiz kann nur von Ruhm, Bedeutung und Überlegenheit über die anderen Völker gestillt werden. Auf dem Weg dorthin warten im Norden die fortschrittlichen Etrusker, im Nordosten die Horden der barbarischen Gallier und im Süden die Latiner und Bergstämme. Rom steht eine schwierige und riskante Aufgabe bevor, doch seine Rivalen sind zum Scheitern verurteilt. Und ihr habt das Intro ja eben über Camillus gesehen, über den werden wir heute eigentlich hauptsächlich reden, also Marcus Furius Camillus, weil das sicherlich eine ganz entscheidende Person für dieses historische Setting ist, ne, in dem wir hier loslegen. Klar, 399 vor Christus, da sprechen wir gleich drüber. Und dann vielleicht schaffen wir es heute sogar noch, am Ende der Folge auch ein klitzekleines bisschen über diese ganzen geografischen Voraussetzungen zu sprechen, die es nötig machten, dass hier Rom tatsächlich diese Expansion Richtung Ostia nahm und später auch gegen Veii Krieg führte, also gegen die etruskischen Städte. Wie gesagt, dazu später mehr. Ich muss euch immer dauernd vertrösten, ne? Aber ich könnte jetzt so viel erzählen und ihr wollt natürlich auch mal eine Schlacht sehen und so weiter. Wir starten mal direkt durch zum Kampagnenberater. Rom befindet sich im Krieg. Wir sind schon seit vielen Jahren mit den Etruskern aus Veii verfeindet. Ein Frieden ist ausgeschlossen. Also werden wir sie mit der Macht unserer Waffen niederstrecken. Die stolzen Volks Galatiums haben stets ein wachsames Auge auf diesen Konflikt. Sie werden sicher zu den Waffen greifen, sollten wir ihren Zorn wecken. In diesem Falle wäre ein Bündnis mit den Hernikern ratsam. Den Gerüchten zufolge macht sich eine neue Bedrohung jenseits der Länder der feigen Sabiner und der fügsamen Umbrer breit. Gebt Acht und bleibt tapfer. Möge Mars über euch wachen. Ja, das hier ist ein bisschen zusammengeschnitten. Bitte stört euch nicht daran. Ich mache das häufiger, damit wir flüssiger im Spielgeschehen bleiben. Wir gucken uns zuerst unser Ziel an. Vor 10 Jahren begann die militärische Auseinandersetzung zwischen der etruskischen Stadt Veii und uns. Durch unsere große Nähe sind wir Rivalen und das seit mehr als einem Jahrhundert. Wir können Macht und Einfluss nicht länger mit diesen Leuten teilen. Es kann nur einer überdauern. Halte 2 Provinzen in ihrer Gesamtheit und wir bekommen dafür einen Patrizier. Okay, als erstes dafür, ne? Ich glaube 496 vor Christus. Nee, Quatsch, Entschuldigung, 406 vor Christus soll diese Belagerung von Veii angeblich begonnen haben. 396 vor Christus wurde sie dann von Camillus erfolgreich beendet durch eine List. Auf den Camillus gehen wir auf jeden Fall später noch, eine ganz wichtige Person in der frühen Geschichte, aber wahrscheinlich hat es sie halt nie gegeben, ne? Später, wie gesagt, nochmal ein bisschen mehr dazu, auch mit der Auseinandersetzung der etruskischen Stadt. Also, wir ändern übrigens nicht einfach unsere Regierungsform wie andere Fraktionen, sondern wir können Konsuln oder Diktatoren wählen. Konsulat war ja auf 1 Jahr begrenzt zur Zeit der Republik und das Amt des Diktators dann natürlich eben auch. Hier zu unterscheiden natürlich von der Tyrannis, ne, also die Loslösung vom Gesetz. Ne, der Diktator war trotzdem immer noch den römischen Gesetzen irgendwie verpflichtet. Auch wenn er natürlich sich in dieser Notsituation, in der er gewählt wurde, über gewisse Vorschriften hinwegsetzen konnte, aber der Diktator sollte trotzdem immer noch so, ne, zumindest die moralischen Gesetze auch eben achten und die gesellschaftlichen Gesetze, die jetzt vielleicht nicht unbedingt festgeschrieben waren. Und dann kann die Stadt Rom selbst natürlich nur innerhalb von 2 Eroberungsschlachten eingenommen werden. Das spielt halt so ein bisschen auf diese legendäre Verteidigung des Kapitolinischen Hügels durch die Gänse der Juno an. Hier steht interessanterweise, die Stadt Rom selbst war zwar recht jung, aber sehr gut verteidigt. Sehr gut verteidigt, das ist interessant, wie die das gemeint haben. Also befestigt, ne? Wie man das hier mit dieser Mauer so darstellt, warum in der Zeit definitiv nicht. Die Mauer wurde erst, die Stadtmauer wurde erst wirklich nach den Erfahrungen im Kampf gegen diese barbarischen Stämme überhaupt erstmal richtig ausgebaut und ist insofern wahrscheinlich hier einfach nur eine schöne Story, aber die entspricht jetzt nicht unbedingt der Wahrheit, ne? Das muss man ganz klar sagen. Rom war
eher schlecht verteidigt eigentlich. Beziehungsweise, was die Römer ja dann später gemacht haben, war hier in Italien ihre Kolonien anzulegen, die sich dann selber auch besser verteidigen konnten, wenn mal feindliche Truppen anrückten. Okay. Dann ganz kurz noch zu unserem Kampagnenberater Titus Livius hier. Ich bezweifle natürlich, dass das ernsthaft unser Kampagnenberater sein soll. Es sei denn, er hat eine Zeitreise gemacht, weil der stammt definitiv aus augustäischer Zeit. Titus Livius lebte zu Zeiten Kaiser Augustus, hat Kaiser Augustus auch persönlich gekannt und war als Geschichtsschreiber in Rom tätig. Ich sag mal, vielleicht könnte man auch, also wir unterscheiden natürlich zwischen Geschichtsschreiber und Historiker, also dem Historienschreiber, der eine Historia schreibt, und dem Geschichten oder dem Historiker selber, der die Historie erforscht. Was Livius nämlich macht tatsächlich mit seiner Geschichte ist, er versucht, eine ganz schöne, tolle Erzählung zu schreiben, die aber nicht unbedingt eben der Wahrheit entspricht. Und das haben wir in dieser Zeit eigentlich sehr häufig. Ne? Da muss man immer so ein bisschen drauf achten, ne? Was schreibt er denn jetzt genau? Es gibt übrigens gewisse Dinge über Camillus, wie zum Beispiel die Zeit seines vierten Konsulats, die nur von Livius selbst überliefert sind. Und da darf man sich halt fragen, kann das so einen Wahrheitsanspruch haben, wenn der Mann ja angeblich vor fast 400 Jahren gelebt hat, ne? Also deutlich in einer Zeit oder 350 Jahre, bevor Livius eben gelebt hat, ne? Aber sicherlich, ab Urbe Condita, das Meisterwerk von Titus Livius, das uns am meisten über die Frühgeschichte Roms erzählt, von dem das meiste aber natürlich Fiktion sein dürfte, trotzdem ein sehr, sehr lesenswertes Buch, einfach weil es so eine tolle Geschichte ist. Vielleicht später nochmal ein bisschen mehr in einem späteren Part zu Titus Livius selbst. Okay. Gut, wir starten durch mit der Kampagne. Also, als erstes erforschen wir Militärtechnologie via Exercitiae. Wir gehen hier auf die taktische Ausbildung. 8 Runden. Dauert diese eine Forschung alleine, aber wir wollen hier gerne das Militärlager bauen. Zweitens, wir bauen hier ein öffentliches Forum hin. Die anderen Sachen bauen wir noch nicht aus. Zweitens, der Typ geht direkt in die Armee rein. Warum? Die Volsker haben hier unten einen Agenten. Und der wird versuchen, den zu konvertieren. Und wenn er das schafft, ist das eine Kriegserklärung. Das heißt, es kann passieren, dass sie, wenn die in der ersten Runde den Typen irgendwie konvertieren, einem in der ersten Runde den Krieg erklären. Und das wollen wir einfach nicht. Zweitens, wir brauchen 3 Steinschleuder. Wobei, das war drittens, ne? Forschung, Ausbau, Agent, Steinschleuder. Fünftens, wir brauchen hier unten irgendeinen Kavalleriegeneral. Dann nehmen wir den Typen. Fantastisch. Erlass Panem et Cicensis. Damit wir die öffentliche Ordnung pushen. Nächste Runde greifen wir Kayseri an, wenn sich die etruskischen Truppen abziehen. Das war es im Endeffekt für die erste Runde. Und die kann man immer so spielen eigentlich. Wir denken immer mit Ehre an jeden. Ja, das hätte man noch machen können, stimmt. Zu jenen zählen? Hundert Kröten kriege ich von denen, aber warum nicht? So, ne, ihr seht, die sind schon weg. Wir belagern. Ja, und keine Sorge, wir gewinnen das locker. Diplomatie. Willkommen. Ich öffne euch die Türen und erwarte verträgliche Gespräche. Die wollen alle so einen Huni ungefähr von mir haben, glaube ich. Kein Tempel kann auf 2 Säulen errichtet werden. Aber tatsächlich. Wir finden keine Einigung. Ganz easy, Junge. Das ist blöd mit diesen krummen. Das ist so dämlich mit diesen krummen Summen. Warte mal, ich muss es anders machen. Am besten hätte ich das in der ersten Runde gemacht. Ne? Warte mal, ganz kurz testweise, wie man das eh nachher wieder rückgängig tun soll, als würdest du das Ding da ausbauen. Ich heiße euch im Namen des Volkes. Also die Sabiner machen nicht Angriffspakt für 100. So sei. Neapolis
Macht nicht Angriffsfall für 100 oder 200. Die auch eine Freundschaft bleiben soll, seid gegrüßt. Und nun lasst uns gemeinsam. Dieses Abkommen käme eurem Volk zugute. Auf jeden Fall, deswegen will ich das ja machen. Okay, wir wollen also erstmal nicht Angriffspakte mit allen Fraktionen haben, mit denen wir noch nicht so schlechte Beziehungen haben, damit wir einfach Ruhe haben. Und auch Takuna macht mit uns nicht Angriffspakt. So, das reicht jetzt erstmal. Das muss bitte wieder rückgängig. Okay. Also. Greifen wir an. Ja, das schaffen wir. Also das schaffen wir relativ easy. Ihr seht auch gleich, mit der entsprechenden Micros ist überhaupt kein Problem. Nebel ist schlecht. Regen auch. Trocken ist gut. Okay, also es gibt eine Möglichkeit, wie wir das Ding hier relativ gut gewinnen können. Und das ist auch meiner Meinung nach der Weg, den man gehen muss. Wir stellen unsere Fernkämpfe und so hier auf. Warum? Weil die KI ein Faible dafür hat, ihre Einheiten hier zu landen. Okay. Und dazu machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen hier rüber. Du nimmst bitte die Speerkämpfer mit hier vorne hin. Die müssen tanken. Die taugen im Nahkampf. Ja, bestenfalls so als Blockeinheit irgendwie. Du willst auf gar keinen Fall irgendwie durch die Stadt durchlaufen, sondern läufst erstmal so rum. Wir wollen noch nicht die Kampfhandlungen in der Stadt eröffnen. So, und der wird jetzt hier auf seinen General warten und das müssen wir ausnutzen, indem wir uns erstmal hier positionieren. Das müssen wir etwas schneller machen. Wir schießen jetzt auf dieses Schiff. Okay, wir schießen jetzt auf dieses Schiff. Ne, das ist ganz gut, wenn er auf die Einheiten schießt. Das macht nicht so viel aus. Die tanken das besser als die anderen Schiffe. So, wir schießen jetzt auf seine Inf. Wir schießen nicht auf seine Inf, weil die Einheiten buggen. Dann schießt du bitte auf die. Du schießt bitte auf die. Schieß jetzt bitte auf die. Ah, da kommen die richtig bösen, da kommen die richtig miesen Jungs, ey. Hier rüber jetzt ganz schnell. Wo ist unser Gen? Bitte ganz schnell hier hin. Genau, du musst dich jetzt so hinstellen. Lauf, wie du noch nie gelaufen bist. Das sind schwere etruskische Hopliten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bekanntschaft mit den Jungs gemacht habt, aber das sind keine coolen Typen. Die verstehen vor allen Dingen echt keinen Spaß. Aber wir haben tatsächlich eine Chance gegen die. Nämlich, wenn wir sie hier im Nahkampf binden. Ja, in der Phalanx bitte. Ohne zu sterben im Idealfall. Motivier die ganz schnell. Wo ist meine Infanterie? Warum ist sie so nah? Ja, wir können das, glaube ich, auch tatsächlich nur schaffen. Oh Gott, er hat die Schleuderer motiviert. Naja, okay, gut. So, wir rennen den jetzt einmal in den Rücken. Schauen wieder raus. Wir rennen den jetzt noch einmal in den Rücken. Wow, das war der schlechteste Charge, den ich je gesehen habe. Befehle verstanden. Okay, geil. Das ist unfassbar knapp.
Das muss Camillo selber richten hier. Sonst wird das nichts mehr. Wie ihr Befehl. Okay, gut. Raus hier. Ganz schnell raus aus der Stadt. Lauf, wie ihr noch nie gelaufen seid. So, du musst hier rüber. Phalanx ausmachen, ganz schnell, komm. Ja, der gibt uns hoffentlich Kraft. Hau ab. Ne, das geht hier nicht. Boah, die sind so lahm, ne? Uff. Da kriege ich so Bauchschmerzen, wenn ich diese Plänkler da schon sehe. Aber ihr seht, wie wir das Kräfteverhältnis gedreht haben, ne? Okay, pass auf. Ganz breit. Und hier? Und hier. So. Vollspeed. Ja, ist verlockend hier jetzt anzugreifen, ne, bei den Steinschleudern, aber ey, Kinder, das ist... Das ist noch nicht so eine gute Idee, jetzt hier was zu machen. Ich weiß jetzt nur noch nicht, warum der sich ausgerechnet da aufstellt. Das hat... Ich würde mal sagen, in 7 Matches hat er das noch nie gemacht. Okay, aber wenn er sich so hinstellt, warum nicht Frontal Charge hier in die Plänkler? Ne? Also warum nicht? Ich meine, der Dude muss das nicht überleben. Wir müssen gucken, dass der Camillus halt fit bleibt, ne? Der muss er tatsächlich nachher mehr richten. Okay, jetzt raus. Ne? Und zwar hier unten lang, bitte. So, ne? Ihr seht, wie der hier ballernd hinterher rennt, wie so ein Revolverheld aus dem Wilden Westen. Hier oben lang in den Wald. Da wird immer noch geschossen. Was ich ein bisschen komisch finde, weil diese Einheiten sich ja bewegen. Aber gut, vielleicht können die auch in Bewegung schießen. Vielleicht sind es so die Hoch, vielleicht ist es so die Hochelfen-Variante der Etrusker. Komm. Schleuderer gehen noch. Okay, der Typ ist hinüber, aber das ist okay. Schaut euch das Kräfteverhältnis an, wir führen. Die Schleuderer bitte. Die Equites bitte. Ne, lass den Plänkelmodus mal vielleicht doch noch aus. Ja, jetzt nochmal die Plänkler angreifen. Ich nehme jetzt mal seinen General ins Kreuzfeuer.
Befehle? Also ich schieße die noch. Junge, hau ab, ey. Die Einheit buggt. Wie geil ist das denn, ey? Boah, fieses. Fieser Bug auf jeden Fall. Habe ich echt auf die Einheitenkarte geachtet, ne? Hätte mich beinahe eine Einheit gekostet. Weil die fallen halt natürlich. Die fallen natürlich um wie Dominosteine, ne? Wenn er da einmal im Nahkampf dran ist. Formation ist kacke, du musst da raus. Boah, jetzt fängt dieses ätzende Gekeite an hier. Greif da an. Und du wählst jetzt bitte die Einheit aus und gehst hier ins Center. Und du schießt bitte mal auf den und schießt jetzt auf den. Okay, und ihr rückt jetzt bitte auf dem Flügel hier hoch. Alles klar. Schieß da drauf. Du schießt nur auf den. Okay, gut, alles klar. So krass, was der für eine Drehgeschwindigkeit hat mit seinen Einheiten. Ja. Hat mich wieder erwischt. Der ist so schnell, ey. Der ist so schnell. Etruskische Schwerkämpfer in der Phalanx, oder was? Oder im Schildwall. Weiß ich nicht. Irgendwo für muss dieses grüne Lämpchen hier da stehen. Ne? Komm her. Komm hier los. Baff dich. Shit, der routet die, ey. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Schieß auf ihn. Gut, 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 gut. Okay, wir haben es geschafft. Wir werden vielleicht nur eine Einheit verlieren, wenn wir Pech haben, sind die, ist der Mob hier weg, aber ich glaub's nicht. Das war's. So muss es gemacht werden. Ey, unfassbar krasse, intense Schlacht. Das ist knapper, als ihr glaubt. Glaubt mir, das ist so unfassbar knapp. Ja, es war so klar, dass er das überlebt, ne? Ja, also, das Ding bei der Sache ist jetzt, wenn wir das jetzt plündern, ne, dann haben wir minus 55 auf die öffentliche Ordnung. Und wir werden unseren Vormarsch auf Wei vergessen können, weil wir nicht so schnell das schaffen werden, hier für Ruhe zu sorgen. Deswegen besetzen wir das Ding nur ganz normal. Der Lurch, ey, das geht mir so auf den Sack, dass er das überlebt hat. Egal, egal, egal. Freuen wir uns erstmal über diesen grandiosen Sieg. Das Ding müssen wir umbauen, und das ist halt super teuer, ne? Sonst haben wir nämlich hier keine Garnison, das ist relativ schlecht. Die Einheiten, die wir hier kriegen, sind auch crap. Und du wirst auf jeden Fall ein Krieger, weil das bringt für dich auch immer die besten Boni. Ihr hört vielleicht, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, ich werde also deswegen immer wieder mal unterbrechen müssen. Okay, gut, also, ne, wir haben das Ding erobert. Die Frage ist jetzt halt tatsächlich, wie es weitergeht. Also ich sag mal ganz kurz so, die Etrusker werden in erster Linie versuchen, oder Wei wird in erster Linie versuchen, auch Kayseri zurückzuerobern. Und insofern sollten wir hier natürlich ein Hauptaugenmerk drauf haben, ne. Das Ding bei der ganzen Sache ist halt, wir haben halt keine wirklich guten Truppen. Also weder haben wir hier gute Truppen noch zur Verfügung, noch irgendwo anders. Was wir aber tatsächlich machen können, und es ist was, das kriegt unser Gegner tatsächlich nicht hin, ist, wenn wir diese Stadt umbauen für 3 Runden, wenn wir das Gebäude abreißen. Also das kann ich nicht abreißen, das kostet Geld, ne? Also nur ganz kurz. Wenn wir dieses Gebäude umbauen in 3 Runden, haben wir hier eine Garnisonsarmee drin. Das ist insofern wichtig, also jetzt weniger, weil wenn er Wei einen... Also wenn Wei nochmal Kayseri einnimmt, dass wir dann hier mit dieser Garnisonstruppe verteidigen können. Das Wichtigere ist eigentlich fast, dass wir die Möglichkeit haben hier, oder dass er nicht mehr die Möglichkeit hat, Garnisonstruppen zu bekommen, weil er erst die Stadt umbauen muss. Das gilt ja für die KI auch, ne, wie für uns. So, und als erstes lösen wir jetzt mal ganz kurz diese richtig schlechten Truppen auf. Die römischen Schwertkämpfer finde ich okay, die Zenturien, die schmeißen wir weg. Die bringen uns leider echt nichts, es ist leider so. Und wir werden hier noch ein bisschen mergen und auch die Einheit hier auflösen. Und
Genau, wir brauchen die Kohle jetzt erstmal. Wir müssen jetzt 2 Runden hier durchhalten. Okay, das ist schon mal gut. Okay, ich muss mal ganz kurz überlegen. Also es ist tatsächlich, ist es halt so, wir müssen irgendwann diese Garnison hier aufreiben, ne? Und da ist ja nicht nur eine riesen Garnison drin, sondern er hat ja auch noch eine Full-Stack-Armee, ne? Das heißt also tatsächlich könnten wir uns überlegen, ob wir anstatt der klassischen Variante, normalerweise nennt man ja typisch hier da die Boni für Nahkampf, Angriff und so weiter und so fort, ne? Ob wir noch auf einen anderen Wert gehen. Aber tatsächlich, ja gut, ne, der Malus auf die Moral, also wir bekommen es tatsächlich hin, dass sie -6% Moral bekommen, aber die haben dann immer noch genug. Nahkampfangriff für alle schweren Infanterieeinheiten und Nahkampfabwehr und Bonus auf die Moral ist halt tatsächlich in meinen Augen auch ein sehr krasser, guter und hier vielleicht sogar wichtigerer Vorteil, weil unsere Einheiten dadurch einfach besser werden. Natürlich werden sie auch durch die Erfahrung besser, aber Erfahrung bekommen sie auch durchs Kämpfen. Und das Einzige, was man hier sagen muss, Moment, warte, wir kriegen hier auch einen Bonus auf. Wir kriegen nur keinen Bonus auf die Moral, ne? Okay, gut, ja, aber dann ist es so. Nee, dann nehmen wir tatsächlich doch den Erfahrungsbonus. 59 kosten uns die Jungs. Widmet der Armee euer Leben. Ihr werdet es nicht bereuen. Okay, die sind tatsächlich halbwegs brauchbar. Wir müssten überlegen, also wir müssen hier sparsam rekrutieren, das ist ein großes Problem. Und wir bauen hier erstmal nicht weiter aus, aber wir bauen das Ding hier um. Lass das noch stehen, das ist okay. Da müssen wir gar nicht so dringend was dran machen. Wichtig ist, dass wir Geld machen jetzt. Und ich würde behaupten, wir brauchen noch eine Runde. Komm, lass das weg, wir schaffen das auch ohne die. So, jetzt wird's kritisch. Jetzt brauchen wir hier einen General. Da ist eigentlich total egal, welchen wir nehmen. Hauptsache, er ist günstig. Öffentliche Ordnung ist eigentlich gut, ne? Waffenschaden ermöglicht motivieren. Haben wir noch irgendeinen, der Rekrutierungskosten vergünstigt? Motivieren? Widerstand gegen Fremde Besatzungsmanager? Ist denn auf die Zeit der Krise und Waffenschaden für Dingens? Okay. Na, ja, der kriegt halt, Moment mal. Likinia, Emilia und das war's, ne? Das mit der Flottenmoral ist total egal, ne? Verwundenfeindliche Agenda Notwehr. Militärische Forschungsrate fraktionsweit. Dann nimm ihn in Herrgotts Namen. Ist vom Unterhalt her die günstigste Einheit. Wir rekrutieren. Wir holen uns jetzt keine Schleudere mehr, sondern wir nehmen jetzt Levis. Warum? Die haben zwar die niedrigere Reichweite, seht ihr sofort, und sind insgesamt, naja, sie sind beim Geschossschaden halt einfach besser. Wobei, Moment gerade, das sind nur 9 Punkte Geschossdamage, das ist eigentlich auch zu wenig, ne? Wir brauchen einfach so unbedingt die Felites. Ich muss nochmal gerade vergleichen. Nimm die Schwertkämpfer noch mit. Genau, okay. So, das sind 5 Regimenter. Sind wir bei 7. Die haben halt keine Hopliten-Phalanx. Das macht sie eben zu einer sehr, sehr schwachen Sache. Wir werden 2500 Kröten übrig haben. Dann sind wir hier bei 11.
16, wir brauchen noch 4 Regimenter dann. Okay, alles klar. Also wir brauchen einen Fullstack, das reicht. Er haut auch schon ab. Der Veteran hat noch ein Level bekommen, das ist eigentlich ziemlich gut. Noch mehr Boni. Die Stadt ist jetzt übrigens umgebaut, ne? Das ist sehr gut. Und haha, ich konnte die ein... Du willst mich veräppeln, ne? Okay. Pass auf. Komm zurück. Es ist so dämlich, ne? Jetzt habe ich die nicht gekriegt, weil ich gerade meine Stadt umgebaut habe. Das ist so dumm. Ah, okay, gut. Wir kämpfen wieder mit latinischen Truppen. Dann ist das so. Dann nehmen wir die. Wobei ich fast sagen würde, lass die Speere weg. Weiter geht's. Die Götter sind. Ja, warum nicht? Militärischer Zugang ist okay. Sorry, ich bin aus irgendeinem Grund auf die Enter-Taste gekommen, oder was? Oder was war das jetzt gerade? Oder ich war noch mit dem Mauscursor auf Runde beenden. Sorry. Ah, totaler Fail. Okay. Moment mal, das muss mir jetzt aber gerade mal einer erklären. Also ich könnte jetzt... Sekunde mal. Das ist vielleicht echt ganz interessant, das jetzt mal gerade zu wissen. Ich könnte jetzt hier hingehen. Und sagen, ich versuche dich jetzt in die Flucht zu schlagen. Okay. Machen wir das mal. Das Gute ist erstmal, er hat keine... keine Peltasten. Das soll Nebel sein? Okay. Das ist Nebel, ne? Ich glaube, das Spiel hat mich gerade total gelingt. Ich glaube, das eben war gar kein Nebel. Okay. Ja, komm, Gefecht starten. Aufstellung ist total furzegal. Wir stellen uns mal da ins Gebüsch. Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! So, dann laufen wir mal in Position, das dauert ja immer ein bisschen. Ich mache jetzt den Plänkel-Modus an, weil ich nicht will, dass er die irgendwo in ein Nahkampfgefecht verwickelt, weil ich glaube tatsächlich, dass wir das hier ja gewinnen können, ohne dass wir hier großartige Verluste irgendwie erleiden müssen. Ne? So, zeig mir das jetzt nochmal gerade.
Ja, der wird die Einheiten auffächern. Das ist nicht gut für uns. Ist aber okay. Ihr sollt nicht rennen. Ihr könnt rennen. Ich weiß nicht, wenn wir schon beballert, nee, ne? Jetzt werden wir gleich beballert werden, das ist aber okay. Wir gehen hier in Position. Gehen jetzt mal hier auf die Flanken rüber. Wenn hier die Flanken wechseln. Ziehen hier eng. Ziehen hier eng. Ziehen hier eng. Laufen hinter die Linie. Ziehen hier raus. Den ganzen Beschuss nehmen wir mit, das ist kein Ding. Jetzt treiben wir die Einheiten raus. Nee, stopp, du musst auf die. Das ist auch auf die. Das hier rüber. So, mit denen reimen wir gleich die. Mit denen reimen wir gleich die Fernkämpfe auf. Warte, hier raus. Nee, schieß in. Warte. Komm hier hin. Positionierung ist auf jeden Fall key. Also, Positionierung ist hier wichtiger als Geschwindigkeit oder. Wie soll man das sonst sagen? Also, die Initialpositionierung. Auf die kommt sie an. Damit wir sofort einen höheren Damage machen können. Wir brauchen sofort die Damage-Wirkung gegen seine Einheiten, sonst haben wir hier keine Chance. Ihr seht, wie unsere Infanterie einfach dahin geschlachtet wird. Aus irgendeinem Grund kämpfst du immer noch gegen seinen Gen. Und du gehst hier so, als hättest du die Ruhe weg, ne? Ihr seht, das ist echt eine absolute Katastrophe, was unsere Einheiten hier abliefern. Aber gut, okay. Also ich glaube, wir können trotzdem hier. Ne, warte, geh noch mit da oben dazu. Schießt du auf den Gen jetzt hier. Angriff, Angriff, Angriff. Du sollst auf die Einheit drauf. Okay, du musst jetzt auf den General schießen. Wow, die einzigen Einheiten, die wir hier routen, sind seine Fernkämpfer. Du stehst total doof. Lauf hier hoch. Ihr seht auch, wir haben keine Chance, hier irgendwie seine Fernkämpfe im Nahkampf mit unserer schweren oder leichten Kavallerie zu routen, aber ich glaube, wir haben eine Chance, tatsächlich hier seinen General aufzureiben. Und das werden wir wahrscheinlich irgendwann in diesem Millennium noch schaffen. Ne, werden wir nicht schaffen. Das heißt, wir müssen hier wieder raus. Aus dem Nahkampf. Ist halt blöd, weil unsere Kavallerie dadurch jetzt angreifbar ist. Er kann jetzt auf unsere Kavallerie feuern. Aber wir suchen uns die Einheiten nochmal. Wir suchen uns die Ziele wieder raus. Komm hier runter. Schießen bitte hier wieder auf die Einheiten. Ein Teil unserer Einheiten hat offenbar auch nicht auf die entsprechenden Truppenteile geschossen. Gehen hier in den Nahkampf. Schießen weiter auf seinen General. Motivier dich. Greif hier an. Komm näher ran. Auch der General muss weg. Wir versuchen alles, was irgendwie noch flüchtet, aufzuheimen.
weil ich jetzt schlecht sagen kann, was genau an Einheiten jetzt hier abgehauen ist und was nicht. Aber es muss so eine Einheit irgendwo rumgelaufen sein. Das war auch gar nicht ohne. Ich meine, das sind 1920 Mann, ne? Mit den entsprechenden Boni ist das eine taffe Sache. Aber wir sehen hier, sein Gen hat fast keine Wirkungstreffer erzielt. Ich denke schon, dass das richtig war. Wir können leider nicht hingehen und die Bevölkerung versklaven, sonst geht unsere öffentliche Ordnung zu krass runter. Und freilassen wir sie auch nicht unbedingt, also wenn wir sie töten. Ist jetzt schade, weil der einen Erfahrungsbonus bekommen hat. Den wir aber so in dieser Form natürlich nicht gut benutzen können. Wir ziehen uns mal in unser Stadtterrain zurück, wo wir auf jeden Fall Verstärkungen bekommen können. Es hat eigentlich wenig Wert, hier weiter offensiv zu agieren. Wir werden aber mal gerade die Einheiten hier hochschieben. Und du wirst nach Kaisri gehen. Denn ich gehe davon aus, dass diese Stadt angegriffen wird. Dann ist das ganz gut, wenn er hier unterwegs ist. Und er bekommt natürlich keine Fähigkeit. So, wir haben 6 Fernkämpfer, das ist eigentlich ausreichend. Wir könnten noch... Also ihr habt ja gesehen, wie schwach unsere Kavallerieeinheiten hier sind. Insofern, eine Einheit nachrekrutieren genügt hier und ja. Ich bin nach wie vor, ich traue dem Brat noch nicht so ganz. Der wird hier wahrscheinlich gleich mit dem Schiff angreifen. Und hier wird sich eine Armee aus Wei in Bewegung setzen. Der wird noch eine zweite Armee da stehen haben, die wahrscheinlich 6 oder 7 Regimenter hat. Und dann wird er versuchen, hier anzugreifen. Okay. Okay, sprechen wir noch ein kleines bisschen über den Marcus Furius Camillus. Also, was auf jeden Fall feststeht, so wie ihr das eben in dem Intro gesehen habt, ne, er wurde in die Verbannung geschickt, das Volk hat ihn fallen gelassen. Und dann kommt er zurück in dem Moment, wo er am dringendsten gebraucht wird, nämlich dann, wenn die Kelten Rom belagern und der Brennus diesen legendären Goldschatz mit den Worten Vae Victis von den Römern abpresst. Und dann nimmt er eben diesen Goldschatz auch noch ab und bringt ihn wieder zurück in die Stadt. Das ist definitiv wohl nicht so gewesen. Also das ist eine Legende. Ja. Den Marcus Furius Camillus, wenn es ihn wirklich so gegeben hat, wenn es ihn wirklich als historische Persönlichkeit gegeben hat, dann hatte der ein Konsulartribunat am Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus, also so 401 vor Christus rum, um den Dreh rum, was tatsächlich auch mehrere Autoren belegen. Alles, also das meiste andere stammt tatsächlich von Titus Livius. Und was der über den halt schreibt, das ist ein bisschen kritisch zu sehen. Und was wir tatsächlich sagen können erstmal, und das, dann wird das auch deutlich, was ich jetzt sage, wenn es ihn gegeben hat, dann hat er sich in diesem ersten Konsulartribunat als durchaus militärisch und politisch fähiger Mann erwiesen und hat also gegen die Etrusker erfolgreich Krieg geführt und wird wohl auch im Rahmen dieses Zuges entsprechende Anerkennung bekommen haben. Was dann allerdings passiert ist, dass die Geschichtsschreiber in der Antike dazu neigen, alle möglichen anderen Ereignisse, die von ihm vielleicht überhaupt nicht stammen, auf ihn zu projizieren. Das heißt also, man hat ihm später Dinge zugeschrieben, die er selbst so vielleicht gar nicht getan hat. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich. Das andere ist, der Held, der aus der Verbannung zurückkommt, um seine Heimatstadt vor den bösen Feinden zu retten, das ist einfach so ein ganz klassisches Erzählmuster, was wir in der Antike alle naslang finden. Das heißt also, hier hat sich definitiv irgendwie Fiktion mit einer historischen Wirklichkeit vermischt. Und für uns aus heutiger Perspektive, 2500 Jahre nach dieser Geschichte, also fast 2500 Jahre, ist es nicht mehr zu entschlüsseln, was da jetzt genau dran gewesen ist und was nicht. Aber ich kann mal so eine... Also wir können mal so annehmen, wenn es eine solche historische Persönlichkeit gegeben hat, dann hat die eine sehr erfolgreiche erste
ja, in Anführungszeichen, Legislaturperiode absolviert, die ihr so großes Ansehen beim Volk eingebracht hat, vielleicht durch einen erfolgreichen Beutezug, dass dadurch weitere militärische Erfolge auf diese Person projiziert wurden, die vielleicht nicht ganz so entscheidend gewesen sein mögen, aber doch zumindest für die römische Geschichte irgendwie prägend gewesen sind. Er kämpfte ja auch nicht nur gegen die Etrusker, sondern auch gegen die Volsker. Das ist tatsächlich übrigens einer der Bestandteile, der nur von Livius überliefert wird und nicht von anderen Autoren. Und er führte ja auch, also es soll ja auch irgendwie 6-mal Konsulartribun gewesen sein oder das Konsulartribunat bekleidet haben. Und dazu soll er ja noch mehrfach Diktator gewesen sein. Wie gesagt, Diktator als Amt hier in einer außergewöhnlichen Situation, die wohl nötig gewesen ist, um Rom zu retten, sodass er schnell Gesetze erlassen konnte, dass er aber nicht vollkommen losgelöst von den Mores und von den moralischen Sitten und ja, Gesetzmäßigkeiten der Römer gewesen ist. Das darf man schon annehmen. Wie kam es überhaupt zu diesen Auseinandersetzungen? Das hat was damit zu tun, dass die Stadt Veii auch eine wirtschaftlich prosperierende Metropole wie Rom war. Beide Städte hatten ein Einflussgebiet, das sie erfolgreich ausgedehnt haben. Ihr seht es ja hier an diesem Gebiet und ihr seht es in Veii hier an diesem Gebiet. Und Veii drohte, viele Handelswege an sich zu reißen. Und über Rom lief damals über den Tiber der Salzhandel aus Süditalien und das war eine wirtschaftlich wichtige Einnahmequelle, was sich die Römer nicht wegnehmen lassen wollten. Beide Städte hatten eine vergleichbare Einwohnerzahl von, ich sag jetzt mal so ungefähr 50.000 Einwohnern. Das waren also schon sehr große Städte für diese Zeit. Die meisten Städte waren deutlich kleiner, weil die sich aus ihrem Umland sonst gar nicht irgendwie ernähren konnten. Und beide Städte lagen in einer relativen, ja, Gunstlage, kann man sagen. Also sie hatten eine wirtschaftliche Gunstlage. In Rom war das zum Beispiel durch die Landwirtschaft begünstigt, in Veii aber natürlich auch. Und Veii war geografisch gesehen auch wichtig, weil es in der Grenzregion zu den anderen etruskischen Städten lag und darüber gut Handel betrieben werden konnte. Diese ganzen Auseinandersetzungen mit Veii, das ja dann später erobert wurde und auch ja die Plünderung von Veii. Camillus soll ja dabei Gelder unterschlagen haben. Das war ja der angebliche Anlass für seine Verbannung, die es wahrscheinlich eben so nicht gegeben hat, aber egal. Diese Auseinandersetzung lässt sich einreihen in eine größere Serie von Auseinandersetzungen, die sich im 4. Jahrhundert mit Roms Aufstieg zur Regionalmacht, zum regionalen Hegemon eben einstellen. Wir haben es also hier mit einer Phase der Expansion zu tun, der dann eine Serie längerer politischer Konflikte und militärischer Konflikte vor allen Dingen folgen. Eben zum Beispiel durch die einfallenden Barbarenstämme, durch die Samniten, aber eben auch die Auseinandersetzung mit den Etruskern, die die Ressourcen Roms doch in einem sehr, sehr starken Maße beanspruchen und dieses römische Heer vor eine ganz große Herausforderung stellen. Wir haben es ja hier auch gesehen, die Römer hier standardmäßig kämpfen mit vielen Hopliteneinheiten, die sich aber in diesem Territorium als relativ unzweckmäßig erweisen. Also sobald die Römer ihr eigenes Terrain verlassen haben, ihr seht es hier unten, hier wird sehr, sehr bergig, da kann man mit der Phalanx schlecht kämpfen, hier oben übrigens auch. Und da sind andere Heere den Römern eigentlich relativ stark und deutlich überlegen und das macht einfach viele Heeresreformen nötig, die dann übrigens ja auch angeblich durch Camillus irgendwie in Gang gesetzt worden sein sollen. Es ist also durchaus ein sehr einschneidendes Ereignis für die Römer gewesen, dass nachdem die Veii erobert haben und ihr Territorium dann auf einmal um mehr als 500 Quadratkilometer vergrößerten, dass es dann zu diesem krassen einschneidenden Ergebnis mit der fast völligen Vernichtung der römischen Streitkräfte in der Schlacht bei der Allia eben kam. Also zu Beginn des 4. Jahrhunderts vor Christus. Um diese Auseinandersetzung wird es dann auch in den späteren Teilen auf jeden Fall nochmal genauer gehen. Was man übrigens auch sagen muss, was es schwierig macht, diesen Camillus zu greifen, ist, dass es von dem gar keine Münzen gibt. Das hat was damit zu tun, dass die Römer in dieser Zeit überhaupt keine Münzen geprägt haben eigentlich. Also wir kennen keine Münzen von den Römern aus dieser Zeit. Und das macht die Rekonstruktion von Herrscherpersönlichkeiten auch schwierig. Dadurch sind die relativ schwer zu greifen. Warum haben die keine Münzen eigentlich geprägt in dieser Zeit?
Auch das wieder sehr interessant. Die Römer haben zu diesem Zeitpunkt an ihr Miliz keinen Sold ausgezahlt. Also, oder wenn, dann haben sie es in Naturalien oder in Beutegegenständen oder so gemacht. Aber sie haben keine besoldete Armee eigentlich unterhalten, was es die ganze Sache wiederum relativ interessant macht. Das heißt, die Römer haben vor allen Dingen auch, wenn sie Münzen benutzt haben, haben sie Münzen von ihren Handelspartnern eigentlich verwendet und nicht unbedingt ihre eigenen, weil sie die eben noch gar nicht hatten. Das Steuerwesen wurde in dieser Zeit übrigens auch reformiert. Sogenannte Tributum wurde eingeführt, also die Steuererhebung von den Bürgern entsprechend des Vermögensstandes. Und wir sehen also in dieser Zeit nicht nur eine territoriale Expansion Roms, wir sehen nicht nur diese militärischen Herausforderungen, wir sehen nicht nur die politischen Herausforderungen, wir sehen auch die Zunahme der römischen Staatsbildung durch administrative Aufgaben, die immer stärker in Rom aufgenommen werden. So, und jetzt hört ihr meine Stimme, ist ziemlich im Eimer, ich muss jetzt für heute aufhören. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.